Willkommen zurück, Freunde, zu GTA Number 5. Und wir sind hier kurz vor dem Stützpunkt, wo wir den Heli holen sollen, mit dem Trevor hier. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir denn überhaupt in diesen Stützpunkt hineingelangen. Die Navigation hat genau hier im Tunnel geendet. Heißt das, dass es hier vielleicht eine Tür gibt im Tunnel oder was? Ich glaube nicht. So, und ich mache mal das Radio aus, damit wir uns mal ein bisschen konzentrieren können. So. So, erstmal raus aus die Karre. Oder aus der Karre. Und dann schauen wir mal. Ja, da müssen wir rüber. Das schaffen wir ja mit Klettern, glaube ich, gar nicht. Ich schau mal auf die Karte. Ach so, der Eingang wäre da gewesen, aber... Ich meine, vom Militärschutzpunkt hat man ja schon genug gehört von GTA. Ich glaube, wenn wir so durch die Vordertür kommen, ist das alles andere als toll. Deswegen, ich schaue mich mal ein bisschen um von Weitem erstmal. Ich hoffe, mich sieht hier keiner. Fort Zancudo. Also richtig sind wir schon mal, der Name passt. Naja, wir haben ja in der letzten Folge genug Militärleute fertig gemacht. In einer Randale von Trevor. War ja auch wieder ziemlich krass. So, die Frage ist, ob wir uns versuchen, hier links mal lang zu... lang zu schleichen quasi. Ich probiere jetzt erstmal, ob man hier überhaupt rüberkommt. Was ich nicht glaube. Nee. Ja, aber zu Fuß da rein ist... ist auch, glaube ich, nicht so empfehlenswert. Nee, wir sollten mal schauen, ob wir hier irgendwie... ein Fahrzeug finden oder von der anderen Seite, von dieser Seite hier reinkommen. Oh, da unten steht ein Fahrzeug rum. Wir können es ja mal riskieren. Wobei ich aber nicht mehr weiß, wie man ein Heli fliegt. Es geht bestimmt in die Hose, aber mal schauen. Mist. Auch noch Alarmanlage, glaube ich. Okay, ohne Alarmanlage. Immerhin. Ist schon mal ganz gut. So, aber die Frage ist... Ach so, hier kommt... Ach so, das ist außerhalb noch, mehr oder weniger. Wenn wir hier durchfahren, kriegen wir jede Menge Sterne. Denke ich mal, aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Und los geht's! Oh, 4 Sterne. Das wird so heftig. Ich glaube nicht, dass wir es irgendwie überleben werden. Und wo ist der scheiß Heli? Da ist er. So, komm. Beeil dich, Trevor. Rein, 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 rein. Rein, 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 rein. Komm schon, komm schon. Komm schon, flieg, flieg. Komm.
Na sehr schön, hängen die Militärhubschrauber ab. Okay, ich versuche es. Müssen wir den abhängen oder können wir den auch erledigen? Sieht natürlich echt nice aus, ne? So von hier oben die Aussicht so. Hat schon was. Und wir haben es geschafft. Aber nicht zu früh vor, wir müssen das Ding auch noch landen. Ich mit meinen super Flugkünsten. Big Bird. Michael really better get those lessons. Und der qualmt schon ganz schön. Fine. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's a heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Also warum wackelt denn der so? Ich drücke gar keine Tasten, ich drücke nur geradeaus. Soll das wirklich der Wind sein? Wow, 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 wir müssen jetzt mal langsamer werden. Oh, und der wackelt so hin und her, ich fasse es nicht. Oh, okay, das Teil steht. Oh, bestanden, abgeschlossen, Gold. Geil. Beim ersten Mal geklappt, hätte ich ja nicht gedacht. Aber da war schon ganz schön was los in dieser Militärbasis. Alter Gewalter. Ging aber nochmal gut. Alle Helikopter, die du auf Webseiten kaufst oder auf dem Landeplatz abstellst, werden bei H eingelagert. Okay. Alle Flugzeuge, die du auf Webseiten oder einen Hangar abstellst, werden bei das abgestellt, ja. Hangar. Hangar-Symbol. So, Steve. Hey Leute, wir müssen uns unterhalten. Treffpunkt ist das Grundstück in El Burro Heights. Kommt rechtzeitig. Okay. So, ja, den können wir jetzt ja nicht nochmal nehmen. Den brauchen wir ja für unseren... für unsere Sache, die wir geplant haben. Können wir den Heli nehmen? Oder drücke, um das eingelagerte Fahrzeug zu wechseln. Frogger? Ne, passt schon. Ich frage jetzt nur, wenn wir den in den Sand setzen, ob wir dann nochmal einen neuen holen müssen. Ich hoffe nicht. So, okay. Was war hier überhaupt? Mackenzie Feldhanger. Achso, haben wir schon gekauft. Stimmt, das haben wir ja schon. So, was haben wir hier? Klitus. Oh, da war auch ein anderer Typ gerade noch, der mit uns sprechen wollte. Genau, hier unten. Federal Investigation Bureau. Und ich würde sagen, wir gucken uns das mal an hier, ne? Dieses... Was ist hier überhaupt? Seilbahn. Seilbahn könnten wir uns auch mal anschauen. Ich fahre mal erstmal zu diesem Klitus hier. Oder ich flieg mal hin. Oh, Wade ruft an. Wade! So, it looks like we're ready to go with everything. Floyd don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. So, weil jetzt, wenn wir schon diese große Sache vorbereitet haben mit Trevor, dann können wir die jetzt eigentlich auch mal machen, oder? Könnten wir auch mal erstmal machen. Mann, wir können so viel machen. Ich würde sagen, das gehen wir jetzt mal an. Da fliegen wir jetzt mal hin.
Bin zwar nicht der beste Flieger, aber mal gucken, ob ich bis dahin packe. So, wir genießen einfach mal ein bisschen hier unseren Rundflug. Willkommen beim Rundflug in über Los Santos bzw. über San Andreas. Ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist der Zaru und ich zeige Ihnen heute ein bisschen was von diesem wundervollen Ländchen. Ja. Eine tolle Autobahn. Das war echt nicht schlecht. Mit dem Heli kommen wir schön schnell von A nach B, muss ich sagen. Und da unten ist noch eine Randale. Die machen wir jetzt aber nicht. Ich will jetzt endlich mal diese... Ich will diese große Sache jetzt machen. Oh, wir fliegen aber falsch. Wir müssen da lang. Sehe ich gerade. So, schönen Blick hier über die Stadt. Wunderbar. Und da war ein Heli-Landeplatz. Brauchen wir aber nicht. So, und wir sind schon da. Geht natürlich sehr schnell mit so einem Teil. Die Frage ist nur, wie landen wir jetzt so einigermaßen vernünftig? Aber naja, vernünftig landen ist ja eh lahmweilig. Huch. So, geparkt. Wir haben ja im Militärgelände gar nichts verbraucht, außer, glaube ich, ein bisschen unsere Weste, oder? Die blaue Anzeige ist aber noch voll. Wenn sie wirklich voll ist. Sie sieht so dunkel aus. Ich weiß es nicht. Energie haben wir auch ein bisschen wenig. Muni haben wir noch genug. Sollte reichen. Na dann, los geht's. One of you shits must be here. Hello, Trevor. I missed you. Hello, Wade. I missed you. Der Meriwether Raubüberfall. Oh, hey, Hotlips, where you been hiding? No, nowhere. I got a knot the size of a baseball in here, all right? Needs a little loosening up, all right? Oh. Massage me, motherfucker. Good, good. Trevor ist so ein Wichser manchmal. Oh. Trevor's hard at work, huh? Where's the surrogate child? Who? The boy! The stars in his eyes. Not like that. What's not like that? Oh, hey there. You and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Oh, it's excellent. You want to go? No, I'm good, though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. The fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, all right? You owe me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out and we get 20%. Well, unless, of course, you go states again and have me arrested. Hey, it wasn't like that. Better not have been. I mean, like, you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position, a fucking viewpoint, all right? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies, that's what we got. Other people, they have other worlds, but for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know, a carrion eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now, Floyd's got, not the, fuck, get out of here, all right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether's security.
who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up. I guarantee no problems, no major heat. Let's get going, all right? Let's take our slightly past dead vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. All right, let's do this, you fucks! Das kann ja heiter werden. Aber der zweite, die zweite große Sache mit allen drei zusammen, oder dritte große schon, beschafft ja ein viersitziges Fahrzeug. Ne, die zweite mit den drei zusammen. Achso, ein viersitziges? Wieso? Ist der nicht viersitzig hier? Können die ja nicht hinten drauf? Klar, sag ich ja, geht doch. Sollen sich nicht so haben. Wir sind doch nicht zum Vergnügen hier. Sandy Shores. That's quite a distance. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out there either. I've been told your generation are work shy. Repeatedly. Warte mal. Klappt das? But this is the first time I've seen it for myself. You won't leave this. Ha, geil, das klappt. Of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like, huh? Von wegen ist weit weg. Jetzt nicht mehr. Money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we gotta make the trip. TP Inc.? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated? If it's TP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me. Nice. Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still. Trevor. It's a business, Michael. An honest American business, and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to? We're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The lost motorcycle club. Yeah, you're a Winewood. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude, we're helping you out. But if you think you'd be better off on your own... No, 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 hey, look, hey! Just let's calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, all right. Talk us through exactly what's going on. We're so. Going out to Sandy Shores. Ja, ich bin schon da. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine that... Wait, hold on. You had the flying lessons, right? And here's my submarine! Floyd, wait! Stand by the hangar. I guess this is our chopper. Steig in den Cargo-Bob. Cool, dass wir auch mit den Hubschrauber schon hergeflogen sind. Das war echt geil. Das hat gut gepasst. Cool. So, dann schauen wir mal, was wir hier mit den dreien zusammen erledigen müssen. Ich freue mich jedenfalls schon mal drauf und das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde, bleibt dran. Ich würde mich freuen. Ciao.